Ich war eigentlich relativ offen, also hauptsächlich, wie gesagt, meine eigenen Schreibfähigkeiten verbessern und einfach zu lernen, wie man wissenschaftlich schreibt. Und das war eigentlich meine Hauptmotivation, einfach das wirklich dann zu lernen. Und die Möglichkeit, das dann wirklich im Schreibzentrum Schritt für Schritt, weil das war ja das Coole bei der Ausbildung, die hat ja nicht irgendwie ein paar Monate stattgefunden, dann war es vorbei, sondern wir wurden ja wirklich alle 2 Wochen weiterhin weitergebildet. Und es war eigentlich so ein Lernprozess, der bis heute nicht abgeschlossen ist. Und das war für mich eigentlich eine coole Möglichkeit, etwas zu machen, wo ich selber auch jedes Mal Nutzen habe. Also abgesehen davon, dass man sich als Student irgendwie was dazu verdient, dass man auch wirklich während den Tätigkeiten, die man macht, auch was für sich selber mitnehmen kann, auch für den eigenen Schreibprozess. Am besten fand ich, dass man ziemlich viel mit Leuten zu tun hatte und eigentlich auch immer wieder neue Leute kennengelernt hat, dass man sehr, sehr flexibel war. Also wir konnten unsere Stunden ja sehr, sehr flexibel gestalten und waren da sehr unabhängig. Und das war auch das mit Beste, dass man diesen Freiraum bekommen hat. Also wir konnten es ja ziemlich austoben und einfach mal ausprobieren. Wenn man Vorschläge hatte, konnte man die einreichen. Man konnte Dinge auch einfach anders machen, wenn man es. Also diese Flexibilität sowohl bei den Arbeitszeiten als auch bei dem Inhalt, den man letztendlich weitergibt, war eigentlich für mich so das Coolste. Man hatte wirklich die Möglichkeit, zwar angeleitet, aber trotzdem sich selber ein bisschen auszuprobieren und zu entfalten. Die größte Herausforderung für mich waren Beratungen, die über einen sehr langen Zeitraum gegangen sind, die auch sehr regelmäßig stattgefunden haben und wo vielleicht auch größere Projekte dran standen, also Magisterarbeiten oder von Studenten, die auch in irgendeiner Form also die auch eine Geschichte mitbringen, also die dann zum Beispiel keine Ahnung, also dass sie wirklich in diesem Semester ihre Hausarbeit oder beziehungsweise ihre Abschlussarbeit fertig bekommen müssen und auch schon seit Jahren dran sitzen und schon verzweifelt sind. Und wenn man sie dann erstmal monatelang begleitet hat, entsteht da schon so eine starke Bindung, auch das Gefühl, mitverantwortlich zu sein für dieses Projekt. Und es war für mich von Anfang an das Schwierigste, da so eine Distanz zu bewahren. Also hat auch am Anfang habe ich ein bisschen zu viel gemacht, als ich machen sollte. Im Nachhinein wusste ich, okay, wir dürfen halt an den Texten nicht drum machen, deswegen habe ich es dann auch gelassen. Aber bis zum Schluss war es halt schwierig, bei Projekten, die man sehr lange begleitet hat, einen Punkt zu finden, wo man sagt, okay, das ist nicht meine Arbeit. Und egal, was letztendlich dabei rauskommt, die Verantwortung liegt beim Schreiber. Also das sagen wir zwar immer so mit, aber trotzdem ist es schwierig, das dann auch wirklich so zu verinnerlichen und zu sagen, okay, das ist letztendlich trotzdem noch das Schreibprojekt des Einzelnen. Und manchmal hat man dann das Bedürfnis, denen doch mehr zu helfen, als man eigentlich helfen sollte, einfach um denen auch bei dieser Lebensaufgabe weiterzuhelfen. Und zwar für mich immer so das Schwierigste, da die Distanz zu wahren und dann auch immer zu sagen, okay, das ist jetzt eine Schreibberatung und kein freundschaftlicher Akt oder so. Ja. Mein Hauptproblem im Schreiben ist, ich schreibe gerne zu Themen, die mich interessieren. Und wenn mich ein Thema interessiert, dann will ich auch gleich anfangen zu schreiben. Dann sitze ich am Laptop und will schreiben und denke, warum funktioniert es denn nicht? Und wirklich bis heute noch. Und dann mache ich diesen Workshop und sehe dann so diese 1000 Schritte, die vor dem Schreiben sind. So, okay, du musst erstmal Literaturrecherche, du musst Literatur lesen, auswerten. Also das lasse ich meistens einfach weg und bis heute setze ich mich einfach hin und will schreiben. Und es ist dann eigentlich so ein Punkt für mich, dass ich nach den Workshops immer gewusst habe, okay, an diesen Schritten kannst du eigentlich noch selber arbeiten. Und auch verschiedene Methoden, Zeitmanagement zum Beispiel. Zwar für mich konnte ich sehr viel für mich selber rausnehmen und einfach schauen, was kannst du denn für dich nutzen, damit du deinen Alltag besser strukturieren kannst, damit du auch bessere Phasen hast beim Schreiben, damit du deine Pausen besser strukturierst. Weil es halt ein Problem bei mir ist, dass ich aus den Pausen meistens nicht wieder rauskomme. Also da konnte ich schon sehr viel für mich rausnehmen. Und auch durch die Teamsitzung, wo wir ja sehr, sehr viele verschiedene Strategien auch kennengelernt haben, schon ganz am Anfang, verschiedene Fragetechniken. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich bis heute noch ganz gut für mich nutzen kann, also sowohl beim Schreiben als auch bei der Arbeit, dass ich einfach weiß, was für Fragen man stellen kann, dass man auch manchmal einfach nichts sagen muss, dass man auch einfach abwarten muss. Also diese ganzen Dinge haben mir sowohl für mein Leben als auch für die Arbeit jetzt geholfen. Ja, also ich habe persönlich zum Beispiel, stelle ich viel bewusster Fragen und viel bewusster schweige ich auch. Also wenn ich jetzt also zum Beispiel die Sachen, die ich in der Schreibberatung gelernt habe, nutze ich auch für andere, weil letztendlich Schreibberatung ist ja nichts anderes als ein Dialog, den man führt, der in irgendeiner Form zielgerichtet ist. Und das nutze ich auch für andere Aspekte in meinem Leben, dass man, wenn man mit jemandem sich austauscht, dass man auch wirklich versucht, die eigene Meinung nicht unbedingt durchzuboxen oder nicht unbedingt jetzt einfach nur mit Fakten draufzuhauen, sondern einfach mal wirklich offene Fragen zu stellen und so dann die Möglichkeit zu haben, vom Gegenüber möglichst viel zu erfahren, um so einen Dialog zu führen. Also ich habe wirklich durch vor allen Dingen diese ganzen Gesprächstechniken, die wir sehr früh kennengelernt haben und dann die ganze Erfahrung in den Schreibberatungen,
Konnte ich jetzt für heute sehr viel mitnehmen, einfach bewusster zu sprechen und auch bewusster, und das glaube ich noch wichtiger, zuzuhören. Ich glaube, ein guter Tutor oder eine gute Tutorin muss hauptsächlich eine gute Haltung mitbringen, also wirklich eine lebensfreundliche, offene Art und auch wirklich dieses aufrichtige Interesse am Gegenüber. Also das ist, glaube ich, das Einzige, was man wirklich mitbringen muss, weil wenn man das nicht hat, dann bringt einem auch alles andere nichts. Man kann alles lernen und trotzdem wird die Beratung nicht funktionieren, wenn jemand da sitzt, der offensichtlich gar nicht hören will, was du zu sagen hast oder was deine Lösungsvorschläge sind. Ich glaube, das ist eigentlich das Einzige, was man braucht, einfach eine gute, gesunde Haltung und Interesse am Gegenüber. Und natürlich auch im Interesse am Schreiben. Also es macht natürlich keinen Sinn, jetzt sich durch die Ausbildung zu quälen und jahrelang mit Hausarbeiten sich zu beschäftigen, wenn man selber eigentlich gar kein Interesse an Hausarbeiten hat. Also ich würde auf jeden Fall alle dazu motivieren, erstmal, wenn sie Interesse am Schreiben haben und diese Haltung mitbringen, sich für das einfach mal auszuprobieren, da eine Zeit lang zu arbeiten. Und ich glaube, die meisten, die anfangen, hören auch gar nicht auf und machen es wirklich bis zum Ende ihres Studiums. Deswegen würde ich empfehlen, sich relativ frühzeitig für diesen Schritt zu entscheiden, weil man umso mehr lernt, je früher man anfängt und dann auch die ganzen Reflexionsprozesse viel länger mitmachen kann. Ansonsten würde ich einfach empfehlen, dass man sich traut. Ich glaube, man hat am Anfang, also es war bei mir zum Beispiel der Fall, diese Sorge, das schafft man nicht ganz, weil man auch mit der Einstellung rangeht. Das war meine Einstellung am Anfang. Man kann schreiben oder man kann nicht schreiben. Und wenn man dann zum Beispiel erste Hausarbeit erstmal verhauen hat, dann geht man davon aus, okay, man kann nicht schreiben. Und das ist der Ansatz beim Schreibzentrum, ist ja erstmal, Schreiben ist nichts, was in die Wiege gelegt wird. Das kann man auch erlernen. Man kann sich auch verbessern. Man kann Strategien kennenlernen und dass man einfach wirklich weiß, okay, man muss sich einfach trauen und auch ein bisschen Einsatz mitbringen. Und dann ist es etwas, was man auch lernen kann und was man verbessern kann. Deswegen erstmal diese Sorge, dass man irgendwie das Gefühl hat, ah nee, ich bin da nicht so die perfekte Schreiberin, einfach fallen zu lassen, es wirklich einfach auszuprobieren und zu schauen, ob es einem liegt und ob man Spaß dabei hat.